Du hast Jakobus Kapitel 1 gelesen. Jakobus Kapitel 1 und allgemein der Jakobusbrief ist ein Brief, der uns dazu auffordert, ermutigt, motiviert, gute Werke zu tun. Und Jakobus Kapitel 1 enthält so viele einzelne tolle Wahrheiten und Prinzipien, die wir lernen können. Und ich gehe auf die ersten Verse ein, da heißt es in Vers 2, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Und wir kommen dann gleich in Vers 4 dazu, was die Motivation ist. Ja, Jakobus, da geht es viel um Motivation, dich zu motivieren, gute Werke zu tun. Es heißt hier, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Lass mich erstmal das sagen, worum geht es hier in Vers 2 und 3. Als Christen haben wir die Welt gegen uns. Wir werden angefochten. Wir erleiden Bedrängnis, Trübsal. Dinge, die uns angetan werden oder Umstände, widrige Umstände, die uns als Christen ins Zweifeln oder auch ins Verzweifeln bringen könnten, nicht wahr? Unser Glaube wird erprobt durch äußere Einflüsse, wird erprobt durch Bedrängnis, durch Widerstand, durch Verfolgung. Unser Glaube wird erprobt, er wird angefochten, ob wir denn weiterhin geduldig auf den Herrn warten, ob wir weiterhin ausharren. Was bedeutet ausharren? Ausharren ist ganz einfach ein Synonym für Geduld. Lass mich dir vorlesen aus dem Duden die Definition für das Wort Geduld. Ausdauer im ruhigen, beherrschten, nachsichtigen Ertragen oder Abwarten von etwas. Ertragen und Abwarten, das sind hier die Schlüsselworte in der Definition. Geduld ist etwas Passives. Ja, Geduld ist etwas Passives. Achte darauf. Denn ich habe ja gesagt, Jakobus will uns ermuntern, gute Werke zu tun, nicht wahr? Aber erstmal ist es hier etwas Passives. Aber wir kommen gleich zu den Werken. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtungen geratet. Manchmal geraten wir einfach in Anfechtungen. Es ist nichts, was wir kontrollieren, wie die Welt gegen uns ist. Wir fallen einfach da rein. Es geschieht uns einfach. Wir kontrollieren nicht, was die Welt tut, wie die Welt ist. Wir sind keine Weltverbesserer. Wir wollen das tun, was richtig ist. Wir predigen das Evangelium und so weiter. Und dafür werden wir Widerstand, Verfolgung, Bedrängnis, Anfechtung erfahren. Das ist, denke ich, die hauptsächliche, primäre Anwendung. Natürlich könnte man das weiter ausdehnen als allgemeines Prinzip. Natürlich haben wir auch Anfechtungen, die von innen kommen. Eigene Sünden, die uns zum Stolperstein werden, nicht wahr? Und dann müssen wir auch ausharren. Natürlich im Geist wandeln, auf den Herrn vertrauen, auf den Herrn warten, ausharren, dass er uns die Kraft gibt und so weiter. Aber ich denke, die primäre Anwendung ist Dinge, die uns angetan werden, von außen, Umstände, äußere Umstände, die uns ins Verzweifeln kommen lassen können. Und unser Glaube wird erprobt, wie gesagt, wird angefochten, ob wir dann weiterhin geduldig auf den Herrn warten. Das ist eine passive Sache, wie ich dir vorgelesen habe, die Definition aus dem Duden. Ausdauer im unruhigen, beherrschten, nachsichtigen Ertragen oder Abwarten von etwas. Psalm 27, Vers 14, ich lese das nur schnell vor, da sagt die Bibel, harre auf den Herrn, mit anderen Worten, warte auf den Herrn, sei stark und dein Herz fasse Mut und harre auf den Herrn. Es ist ein klares Gebot in der Bibel, dass wir Geduld haben sollten. Geduld, da steckt das Wort dulden drin, das heißt tolerieren, wir ertragen einfach Dinge und wir warten dabei auf den Herrn, dass der Herr für uns Dinge in die richtige Bahnen lenkt. Wenn jetzt vieles vielleicht in deinem Leben falsch läuft oder du denkst, es läuft falsch, du wartest einfach auf den Herrn. Du vertraust auf den Herrn. Gott kann Dinge für dich regeln. Es kommt dann aber in Vers 4 das Aber, was auch dazugehört. Gott will, ja, dass wir auf ihn warten, dass wir harren, dass wir uns in Geduld üben. Wir können nicht alles kontrollieren. Es gibt Situationen, in denen wir, die wir nicht einfach so lösen können, in denen wir auf den Herrn harren müssen, dass er etwas für uns ermöglicht, dass er eine Tür auftut. Wie auch immer. Ja, Gott will das, aber das ist nicht alles, was Gott von dir will. Schau dir Vers 4 an. Das standhafte Ausharren, mit anderen Worten, was ist ein anderes Wort dafür? Geduld. Deine Geduld, aber, ja, das ist jetzt, achte darauf, sagt die Bibel, ja, wir sollen im standhaften Ausharren Dinge ertragen. Die Bewährung unseres Glaubens, die bewirkt standhaftes Ausharren. Unser Glaube wird bewährt,
getestet, auf die Probe gestellt. Und das bewirkt dann, dass man einfach abwarten muss, Geduld haben muss. Aber achte jetzt darauf, deine Geduld, was soll die haben? Sie soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt. Also, aber wie soll deine Geduld, das standhafte Ausharren, wie soll das aussehen bei dir? Wie sieht das in der Praxis aus? Ist das wirklich einfach nur passiv, einfach nur ertragen, einfach nur warten? Nein, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben. Und jetzt kommen wir eben zum aktiven Teil, wo die Bibel uns ermutigt, durch Jakobus Werke zu tun. Dann denken wir natürlich auch an Jakobus Kapitel 2. Wir sollen keinen toten Glauben haben. Wir sollen Werke tun. Wir sollen nicht einfach nur warten. Ja, Gott will, dass wir auf ihn warten, auf ihn hoffen, auf ihn harren, Geduld haben, Dinge ertragen, aber dabei nicht einfach passiv sind, sondern was die Bibel lehrt, ist eine aktive Geduld. Deine Geduld muss ein vollkommenes Werk haben. Und das erinnert eher an das Wort durchhalten oder Ausdauer. Und natürlich, durchhalten und Ausdauer kann man auch als lose Synonyme für Geduld nehmen. Was Geduld ist eindeutig sehr passiv eher. Aber durchhalten hat eher, impliziert eher auch in einer Aktion weiterzumachen. Nicht einfach nur passiv zu sein. Lass mich dir ein Beispiel aus dem Duden geben für das Wort durchhalten. Ein Beispiel aus dem Duden ist, einen Kampf, einen Streik durchhalten. Nun, einen Kampf hältst du nicht durch, indem du einfach passiv bist, sondern du musst natürlich weiter kämpfen, aktiv sein. Also, was ist biblische Geduld? Biblische Geduld ist nicht passiv, sondern biblische Geduld ist aktiv. Was lernen wir aus Jakobus Kapitel 1, Vers 2 bis 4? Was ist das Prinzip, das wir daraus lernen? Was ist diese biblische Geduld, die du brauchst als Christ? Es bedeutet, ungeachtet der Umstände, die widrig sind, die gegen dich sind, die deinen Glauben anfechten, auf die Probe stellen, ungeachtet der Umstände zu tun, was richtig ist und dabei auf den Herrn zu vertrauen, auf den Herrn zu harren, auf den Herrn zu warten. Das ist eine aktive Geduld, keine passive Geduld. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben. Und das ist der Schlüsselvers für meine Predigt. Der Titel meiner Predigt ist Durchhaltevermögen. Du als Christ brauchst Durchhaltevermögen. Nicht nur Geduld, nicht nur die Fähigkeit, Dinge zu ertragen und zu warten. Hey, das ist wichtig und das ist der erste Schritt, was Gott von dir will. Aber das ist nicht alles. Damit ist nicht alles getan. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben. Das, was Gott von dir will, ist eine aktive Art der Geduld. Ein Warten, während du weiterhin, ungeachtet der Umstände, die widrig sind, das tust, was richtig ist, was objektiv richtig ist und dabei auf den Herrn vertraust. Und als Christen brauchen wir das natürlich besonders. Als Christen sind wir angefochten. Diese Welt ist gegen uns. Diese Welt wird niemals für uns sein. Niemals. Als Christen haben wir viele Feinde. Wenn wir Werke tun, besonders natürlich, ein völlig passiver Christ, nun, der wird sich nicht unbedingt viele Feinde machen. Aber auch allgemein gesprochen ist das etwas, was heutzutage gebraucht wird, Durchhaltevermögen. Nicht einfach so aufzugeben, nicht einfach so das Handtuch zu werfen, sondern weiter zu machen, aktiv zu bleiben, auch wenn die Umstände widrig scheinen. Denn viele Leute, und das ist ein Trend, heutzutage ist nicht so, dass es etwas Neues ist, denn es gibt nichts Neues unter der Sonne. Aber es hat den Anschein manchmal, als würde die Gesellschaft immer fauler, nicht wahr? Immer fauler, immer passiver, kann immer weniger ertragen. Und man sieht das auf Arbeit, einfach so viele Leute, die kommen und gehen, immer wieder neue Mitarbeiter. Das war in Deutschland so, das ist hier in den USA so. So viele Leute, die kommen und gehen, die ganz einfach offensichtlich nicht arbeiten wollen. Die nicht durchhalten wollen. Die sich vielleicht denken, oh, das ist ein schlechter Job, ich verdiene so wenig. Und einfach aufgeben, anstatt hart zu arbeiten, was das Richtige wäre, ungeachtet der Umstände, auch wenn man vielleicht nicht viel verdient. Und zu diesem Beispiel komme ich gleich noch. Ist dann natürlich verallgemeinert.
Denn ich will in dieser Predigt dir dieses Prinzip lehren. Dieses Prinzip, ungeachtet der Umstände, das zu tun, was richtig ist und dabei auf den Herrn zu vertrauen. Das will ich anwenden auf ein paar Beispiele. Biblische Geduld ist aktiv. Oft schauen wir auf die Umstände, oft schauen wir darauf, was andere uns als Christen vielleicht antun. Und unser Glaube wird angefochten, unser Glaube wird auf die Probe gestellt. Wir schauen auf die Umstände, die vielleicht nicht rosig aussehen. Oder du in Deutschland, du schaust auf deine Umstände. Ich habe in meiner Nähe keine gute Gemeinde. Das ist so ein gottloses Land. Du schaust auf die Umstände und fragst dich, segnet mich Gott? Warum bin ich hier? Ich habe keine gute Gemeinde in der Nähe und. Diese Gedanken gehen dir vielleicht durch den Kopf. Segne mich Gott, bin ich auf dem richtigen Weg? Wir schauen auf die Umstände oder was uns widerfährt und hinterfragen dann, ob das, was wir tun, richtig ist. Und schau, das ist nicht unbedingt falsch. Es ist gut, sich selbst zu hinterfragen. Lass mich dir ein Beispiel dafür geben. Hiob. Ich meine, Hiobs Umstände waren Grund genug, dass er sich hinterfragen konnte. Und ich kann dir einen Vers dazu zitieren. Du schlägst Hiob Kapitel 13 auf. Hiob Kapitel 13. Ich lese schon mal vor den Vers 23 im selben Kapitel. Hiob hinterfragt sich selbst. Wie viele Sünden und Vergehen habe ich? Und er bittet Gott, lass mich meine Übertretungen und Missetaten wissen. Hiob hinterfragt sich. Und er will von Gott, dass er ihm seine Sünden aufzeigt. Hiob Kapitel 13, schau dir Vers 15 an. Hiob Kapitel 13, Vers 15, da heißt es, siehe, er soll mich töten. Ich will auf ihn warten. Nur will ich meine Wege ihm ins Angesicht verteidigen. Hier ist das Ding, Hiob lag vollkommen richtig. Gott sagt selbst am Ende des Buchs Hiob, dass Hiob richtig über ihn geredet hat, ungefähr. Ja, Hiob hat sich in seinen Worten nicht gegen den Herrn vergangen. Hiob hat auf den Herrn vertraut. Ungeachtet der Umstände. Schau, Hiob hatte allen Grund eigentlich, wenn man auf die Umstände sieht, zu denken, ich bin einfach gottlos, ich habe alles falsch gemacht, sich einfach komplett zu hinterfragen und einfach aufzugeben. Und Hiob sagt, hey, er soll mich töten. Ich werde auf ihn warten. Mit anderen Worten, ich werde auf Gott hoffen, ich werde auf Gott vertrauen. Gott soll mich töten, ich werde auf Gott vertrauen. Hiob ist mutig und sagt, nur will ich meine Wege ihm ins Angesicht verteidigen. Hiob kam zu dem Schluss, ich habe alles, natürlich nicht alles im Sinne von perfekt, bis ins letzte Detail, aber im Großen und Ganzen, ich habe alles richtig gemacht. Ich werde ohne Ursache bedrängt. Ich bin ohne Ursache in diesen furchtbaren Umständen, in dieser furchtbaren Situation in meinem Leben. Ohne Ursache mache ich diese Leiden durch. Schau, wenn du zum Schluss kommst, wenn du dich hinterfragst aufgrund deiner Umstände, was an und für sich gut ist, es ist gut, sich manchmal zu hinterfragen. Einfach die Situation anzuschauen, wo bin ich gerade in meinem Leben, sich zu hinterfragen, ist das, was ich tue, richtig? Aber wenn du zu dem Schluss kommst, dass dein Ausharren im Moment ein vollkommenes Werk hat, dann halte durch. Dann halte einfach durch. Ungeachtet der Umstände. Nochmals, Hiob hatte allen Grund, aufzugeben, sich von Gott loszusagen, wie seine Frau das zu ihm gesagt hat. Er hatte allen Grund, aufgrund seiner Umstände einfach alles aufzugeben, einfach zu denken, okay, ich bin gottlos, ich habe alles falsch gemacht. Aber Hiob weiß, mein Leiden ist ohne Ursache. Es liegt nicht an mir. Siehe, er soll mich töten. Soll Gott mich doch töten? Ich werde auf Gott vertrauen. Ich harre auf den Herrn. Ich gebe nicht auf. Nur will ich meine Wege ihm ins Angesicht verteidigen. Ich werde vor Gott meine Wege verteidigen. Wenn du zu dem Schluss kommst, mein Ausharren hat ein vollkommenes Werk und meine Umstände, die sehen nicht so aus, als würde Gott mich segnen. Meine Umstände sehen so aus, als hätte ich viel falsch gemacht. Meine Umstände sehen nicht so aus, als sei Gott auf meiner Seite. Meine Umstände sehen nicht so aus,
als würde Gott mich segnen. Aber du kommst zu dem Schluss, du hast ausgeharrt und du hast ein vollkommenes Werk bei diesem Ausharren. Und hier ist das Ding, Hiob ist jetzt vielleicht nicht das perfekte Beispiel, wenn es um das Werk geht, denn Hiob war so zugrunde gerichtet, er saß einfach nur da. Ich meine, er konnte physisch wahrscheinlich nicht wirklich etwas tun. Irgendwie Seelen gewinnen gehen oder so. Aber wenn du zum Schluss kommst, mein Ausharren, das hat ein vollkommenes Werk, dann tu das Werk oder die Werke weiter, dann halte durch. Was du brauchst als Christ ist Durchhaltevermögen oder anders biblische Geduld, biblisches Ausharren, was nicht passiv ist, sondern aktiv. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben. Und das ist so ein wichtiger Vers. Ich finde diesen Vers faszinierend in Jakobus Kapitel 1, Vers 4. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben. Und ich hoffe, dass ich auch diese Faszination in dir wecken kann, weil das so eine einfach wie geniale Wahrheit ist und auch Weisheit. Die Bibel ist natürlich voller Weisheiten, die wir lernen und die wir praktisch anwenden können. Das ist so eine geniale Wahrheit. Denn so viele Leute, weil das einfach in unserer menschlichen Natur liegt, das liegt in mir, das liegt in jedem. Man kann so leicht den Fehler machen, zu denken, meine Umstände sehen schlecht aus. Ich fühle mich gerade nicht von Gott gesegnet. Und übrigens, das Problem kann dabei auch Undankbarkeit sein. Ja? Das solltest du vielleicht auch überprüfen, ob du ganz einfach undankbar bist. Aber mal davon abgesehen, es kann sein, dass deine Umstände schlecht aussehen. Und die menschliche Reaktion ist zu denken, dann mache ich etwas falsch. Und ja, hinterfrage dich. Aber wenn du zu dem Schluss kommst, ich tue, was richtig ist in den Augen des Herrn, was objektiv richtig ist, dann halte durch. Dein Ausharren ist nicht einfach nur ein Warten, ist nicht einfach nur ein Hoffen, sondern es soll ein vollkommenes Werk haben und dabei vertraust du auf den Herrn, dass der Herr dich letzten Endes segnen wird, dass der Herr die letzten Endes Türen öffnen wird, wie auch immer. Es ist so einfach, diesen Fehler zu machen, einfach das Handtuch zu werfen oder auf der anderen Seite zu denken, ich fühle mich gerade von Gott gesegnet, ich denke, ich sei von Gott gesegnet, deswegen muss ich ja gerade alles richtig machen. Und das ist auch ein Fehler, den man ganz einfach machen kann. Naja, Gott hat mich gesegnet, sagen Leute. Gott hat mich gesegnet, deswegen ja, bin ich den richtigen Weg gegangen. Es gibt gottlose Leute, die sowas sagen. Gott hat mich gesegnet mit dem Privatjet und so. Falsche Propheten, die von Gott gesegnet sind, in Anführungszeichen. Aber nur weil sie äußerlich gesegnet zu sein scheinen, in den Augen der Welt, heißt es, dass sie auf dem richtigen Weg sind? Nein. Psalm 73, Vers 12, schlage du Psalm 73, Vers 12 auf. Psalm 73, Vers 12. Ich fange schon mal an zu lesen, da heißt es, siehe, das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut und sie werden reich. Also der Psalmist, er schaut hier auf äußerliche Dinge. Psalm 73, Vers 12, er schaut auf äußerliche Dinge. Das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut. Aber nicht irgendwie emotional gut oder dass sie Belohnungen im Himmel haben, sondern äußerliche, weltliche Dinge, was sagt er, und sie werden reich. Und es ist einfach, auf äußerliche Dinge zu schauen, auf die Dinge dieser Welt zu schauen und sich zu denken, denen geht es gut. Aber lass mich dir vorlesen aus Sprüche 13, Vers 15, da heißt es, gute Einsicht erwirbt Gunst, aber der Weg der Treulosen ist hart. Also wir haben gelesen Psalm 73, wo du gerade bist, in Vers 12, siehe, das sind die Gottlosen, Leute, die nicht gerettet sind, die sich vom Herrn abgewandt haben, Treulose, sie wollen nichts vom Herrn wissen. Das sind die Gottlosen, denen geht es immer gut. Man kann als Außenstehender denken, denen geht es immer gut. Sie sind reich. Aber was sagt die Bibel? Gute Einsicht erwirbt Gunst, aber der Weg der Treulosen ist hart. Der Weg der Treulosen ist hart. Denke ja nicht, dass es Gottlose wirklich so gut haben, wenn man das auch äußerlich denken könnte. Als Menschen wollen wir Ergebnisse sehen.
Und zwar möglichst schnell. Das liegt in unserer Natur. Wir wollen möglichst schnell Ergebnisse sehen. Wir wollen möglichst schnell Fortschritt sehen. Wir wollen möglichst schnell Segen von Gott sehen. Aber es kann sein, dass Gott dich absichtlich auf die Probe stellt. Es kann sein, dass Gott dich absichtlich versucht. Und auf das Thema Versuchung kommt Jakobus Kapitel 1 dann in späteren Versen nochmal zurück, wo es dann heißt, dass Gott niemanden zum Bösen versucht. Das heißt aber nicht, dass Gott niemanden versucht. Gott versucht uns als Christen nicht zum Bösen, sondern eine Versuchung im Sinne von Test, Probe. Ob wir denn ausharren, ob wir denn auf den Herrn trotzdem vertrauen, ungeachtet der Umstände, und dabei ein vollkommenes Werk haben. Gott stellt uns absichtlich manchmal auf die Probe. Gott lässt Verfolgung absichtlich zu. Denn dadurch haben sich dann endlich die Jünger verbreitet durch die Verfolgung, die entstanden ist, und sind zu den Heiden gegangen. Und den Heiden wurde endlich das Evangelium gepredigt, was sie sowieso hätten tun sollen. Manchmal ist es halt notwendig, dass Gott uns versucht, dass er Verfolgung bringt und so weiter. Es kann auch absichtlich sein. Gott segnet uns nicht unbedingt immer so schnell, wie wir das vielleicht wollen. Aber er segnet uns zur richtigen Zeit, nicht wahr? Wir wollen möglichst schnell Ergebnisse sehen, möglichst schnell Segen von Gott sehen. Und dann sehen wir andere vielleicht, Psalm 73, Vers 12, Gottlose, denen es immer gut geht. Und sie werden reich. Aber was ist mit mir? Ich bin so bedrängt, ich bin so bedrückt. Wie lange soll das noch gehen? Vielleicht geht es Jahre. Vielleicht bringst du Jahre in Deutschland zu. Ja. Wo du etliche Stunden zur Kirche fahren musst. Aber hey, du hast immerhin eine Kirche. Oder was auch immer für ein Beispiel. Aber du harrst einfach aus. Ungeachtet der Umstände. Du tust einfach, was richtig ist. Und Gott wird Wege finden, dich zu segnen. Das heißt weiter in Vers 13, du bist im Psalm 73, Vers 13. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten, sagt der Psalmist, und meine Hände in Unschuld gewaschen. Also er kommt zu dem Schluss, zu dem voreiligen Schluss. Ganz umsonst habe ich mein Herz rein erhalten, meine Hände in Unschuld gewaschen. Es war völlig umsonst, warum tue ich das? Schau, und das ist das, was ich meine. Wir sehen oftmals auf unsere Umstände, um unser Handeln zu bewerten. Das ist nicht immer falsch. Denn nochmals, wir sollten uns hinterfragen. Das ist nichts falsch, sondern für sich. Hiob hat sich hinterfragt, hey, wie viele Sünden und Vergehen habe ich? Lass mich meine Übertretungen, Missetaten wissen. In dem Vers vorher hat er zwar schon gesagt, ja, ich werde meine Wege ihm ins Angesicht verteidigen. Hiob liegt richtig damit. Hiob ist gerecht. Aber es schadet nicht trotzdem dabei, natürlich demütig zu sein, wie Hiob, und sich zu hinterfragen, hey, vielleicht habe ich doch irgendwelche Sünden begangen. Aber wir sollten niemals ausschließlich aufgrund der Umstände unser Handeln bewerten. Wir sollten niemals einfach mit den Umständen anfangen, sondern wir sollten mit der Bibel anfangen. Und letzten Endes auch. Woran sollen wir unser Handeln messen? Natürlich an der Bibel, was objektiv richtig ist. Schau, Beispiel. Wenn jemand dich beleidigt, wenn jemand sich respektlos dir gegenüber verhält, dann ist es angebracht, aufgrund dieser Umstände dich zu hinterfragen, dein Handeln zu bewerten. Vielleicht habe ich etwas falsch gemacht, vielleicht habe ich der Person etwas angetan. Aber dann denkst du nach, wie habe ich mich in letzter Zeit verhalten gegenüber der Person? Du prüfst Gottes Wort. Ja, okay, wir sollen respektvoll sein und so weiter. Das habe ich getan. Okay. Dann ist es halt so. Du hast nicht alles unter Kontrolle. Tue du, was objektiv richtig ist. Der Psalmist hier, er schaut einfach nur auf die Umstände und bewertet daran sein Handeln, dass es alles umsonst war, er hat sein Herz umsonst reinerhalten, einfach aufgrund der Umstände. Aber wir sollten ungeachtet der Umstände ausharren, und unser Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben. Vers 14, da heißt es, denn ich bin doch den ganzen Tag geplagt worden und meine Züchtigung war jeden Morgen da. Wenn ich gesagt hätte, ich will ebenso reden, siehe, so hätte ich treulos gehandelt am Geschlecht deiner Söhne.
So sah ich denn nach, um dies zu verstehen, aber es war vergebliche Mühe in meinen Augen. Und jetzt achte darauf, Vers 17. Wer sich in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende, auf das Ende der Gottlosen, Acht gab. Fürwahr, du stellst sie auf schlüpfrigen Boden. Du lässt sie fallen, dass sie in Trümmer sinken. Wie sind sie so plötzlich verwüstet worden? Sie sind untergegangen und haben ein Ende mit Schrecken genommen. Wie man einen Traum nach dem Erwachen verschmäht, so wirst du, o Herr, wenn du dich aufmachst, ihr Bild verschmähen. Bis er in das Heiligtum Gottes ging und auf ihr Ende Acht gab. Schau, die Kirche, das Heiligtum Gottes, die Versammlung im Neuen Testament, die örtliche Versammlung, die örtliche Kirche, sie rückt die Dinge dieser Welt für dich in die richtige Perspektive. Du wandelst dadurch im Geist. Dinge werden durch die Predigt in die richtige Perspektive gerückt für dich. Es geht nicht nur um Reichtum im Leben. Du solltest nicht danach trachten. Sei nicht neidisch auf andere. Deine Umstände sehen vielleicht äußerlich nicht gut aus, aber dann gehst du zur Kirche und alles wird in die richtige Perspektive gerückt. Psalm 84, Vers 5. Du musst es nicht aufschlagen. Ich lese dir das nur vor. Psalm 84, Vers 5, da heißt es: Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Damit komme ich zu meinem ersten Beispiel zum Thema Durchhaltevermögen. Du brauchst Durchhaltevermögen in der Kirche. Durchhaltevermögen im Kirchenbesuch, ungeachtet der Umstände, dass du nicht denkst irgendwie, dann gebe ich halt auf, ich bin gerade so bedrängt und bedrückt, segnet mich Gott überhaupt? Ja, ich vertraue auf Gott, aber lass dein Ausharren auch ein vollkommenes Werk haben. Gehe weiterhin zur Kirche. Das ist das Mindeste und wir kommen noch zu mehr Beispielen. Aber wir brauchen noch Durchhaltevermögen in der Kirche, in der Versammlung selbst. Wohl denen. Und schlagt es auf, schlagt Psalm 84 auf, Psalm 84, Vers 5, da heißt es: Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Das ist so wichtig, zur Kirche zu gehen, darin durchzuhalten, dass du nicht zurückfällst. Und dieser Vers ist so einfach, den kann man so leicht überlesen, so: Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Ah, schön. Amen. Aber denke an die Lehre, die da drin steckt. Was ist die Lehre, die praktische Anwendung, die wir daraus erfahren? Leute, die im Haus Gottes wohnen, die dort quasi einen regelmäßigen Ort haben, weil sie regelmäßig sich versammeln mit den Brüdern, sie werden Gott preisen alle Zeit. Sie werden nicht komplett zurückfallen. Kirche bewahrt dich vorm Zurückfallen. Wenn du einfach nur regelmäßig zur Kirche kommst, was das Mindeste ist, dann wirst du den Herrn alle Zeit preisen. Wohl denen, die in deinem Haus wohnen, sie preisen dich alle Zeit. Nicht einfach nur einmal und dann gehst du nicht mehr zur Kirche und fällst zurück. Wenn du einfach nur zur Kirche gehst, du wirst erfüllt mit dem Heiligen Geist, du hast Gemeinschaft mit den Geschwistern, du wirst erbaut und du preist den Herrn. Und du wirst kontinuierlich den Herrn preisen. Kirche ist etwas, was dich bewahrt vom Zurückfallen. Du wirst weiterhin darin durchhalten, den Herrn zu preisen, zu loben. Vielleicht ist deine Verwandtschaft aber gegen unsere Kirche, gegen die Baptistenkirche Zuverlässiges Wort. Schau, du brauchst Durchhaltevermögen in der Kirche. Zum einen, ja, wenn du ausharrst angesichts von Bedrängnis, von Sorgen oder vielleicht auch wirklich von Verfolgung, christlicher Verfolgung, die wir in Deutschland erfahren. Du harrst aus und du gehst weiterhin zur Kirche, das wird dich bewahren, davor zurückzufallen. Du wirst den Herrn auch weiterhin preisen. Aber anderes Beispiel, vielleicht ist deine Verwandtschaft konkret gegen unsere Kirche. Du solltest ungeachtet dieser Umstände, auch wenn alle gegen dich sind, dass du zu dieser Baptistenkirche Zuverlässiges Wort gehst, ungeachtet der Umstände solltest du die Kirche nicht verlassen. Wie die Bibel sagt in Hebräer 10, Vers 25, indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen und das umso mehr, als ihr den Tag herannahen seht. Lass mich das dazu sagen.
online die Predigt zu schauen, das ist nicht Kirche. Und sei du nicht derjenige, der irgendwie sagt, ich gehe zur Baptistenkirche, zuverlässiges Wort. Du zählst dich irgendwie zu uns dazu, aber du warst kein einziges Mal da. Schaust die Predigt nur online. Sorry, du gehörst nicht zu unserer Kirche. Ist nichts gegen dich. Schön, dass du gerettet bist, die Predigten schaust. Amen, mach weiter so, das ist gut. Aber du gehörst nicht zur Kirche, denn Kirche ist Versammlung, Gemeinde. Und wenn du denkst, ich schaue einfach online die Predigten, denn meine Familie ist ja dagegen und was auch immer. Ich schaue einfach online die Predigten, ist genug. Nein, das ist nicht. Dann bist du schon zurückgefallen, wenn du, insofern du die Chance hast, zur Kirche zu kommen. Ungeachtet der Umstände, weiterhin zur Kirche gehen. Und nochmal zurückzukommen auf das Prinzip, das wir gelernt haben aus Jakobus Kapitel 1, Vers 2 bis 4. Was ist das allgemeine Prinzip? Biblische Geduld ist, ungeachtet der Umstände, auch wenn die schlecht aussehen, das Richtige zu tun, ein vollkommenes Werk zu haben und dabei auf den Herrn zu vertrauen. Das standhafte Ausharren, aber soll ein vollkommenes Werk haben. Was gehört dazu zum Beispiel? Zur Kirche zu gehen. Ungeachtet der Umstände, weiterhin zur Kirche zu gehen. Es bewahrt dich vorm Zurückfallen. Auch wenn deine Verwandtschaft vielleicht dagegen ist, harre aus und lass dein Ausharren ein vollkommenes Werk haben. Komme weiterhin zur Kirche. Aber Kirche selbst ist nicht immer einfach. Wir brauchen auch Durchhaltevermögen in der Kirche. Nicht nur Durchhaltevermögen darin, jeden Sonntag zur Kirche zu kommen, regelmäßig. Was schwer sein kann, wenn deine ganze Familie dagegen ist, wenn du allein schon aufgrund des Kirchenbesuchs andauernd kritisiert wirst oder was auch immer. Das ist noch nicht Verfolgung, aber es kann dir das Leben etwas schwer machen, nicht wahr? Aber wir brauchen auch Durchhaltevermögen in der Kirche selbst, in der Versammlung selbst brauchen wir Durchhaltevermögen. Und damit gehe ich jetzt ein bisschen weiter vom eigentlichen Thema. Aber es hat mit Durchhaltevermögen zu tun. Ich will das einfach ansprechen, weil es ein wichtiger Punkt ist. Deswegen werde ich nur kurz darauf eingehen. Kirche selbst ist nicht immer einfach. Es gibt manchmal Spannungen in der Kirche, weil es ein soziales Umfeld ist. Ja, viele Menschen treffen aufeinander, die verschieden sind. Wir erreichen ganz viele verschiedene Altersgruppen, Menschen mit verschiedenen Hintergründen. Das ist toll, aber das macht Kirche manchmal auch ein bisschen schwierig vielleicht. Besonders wenn es eine kleine Kirche ist, wo sich jeder kennt. Und wo man sich viel leichter nerven kann gegenseitig oder so. Sprüche 27, Vers 17. Du schlägst Johannes Kapitel 13 auf. Johannes Kapitel 13. Ich lese vor aus Sprüche 27, Vers 17. Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Das ist positiv. Wir wollen uns gegenseitig schärfen, gegenseitig schleifen als Menschen, uns charakterlich weiterentwickeln. Und Kirche ist das beste soziale Umfeld, um charakterlich zu wachsen. Lass mich dir sagen, warum Kirche das beste Umfeld ist, um dich charakterlich weiterzuentwickeln. Weil nämlich die anderen in der Kirche wollen, dass du Durchhaltevermögen zeigst und in der Kirche bleibst. Das heißt, auch wenn du ein bisschen komisch bist, auch wenn du Probleme hast, auch wenn du vielleicht viele Macken hast, hey, andere, deine Brüder in der Kirche, die wollen, dass du Durchhaltevermögen zeigst. Die wollen dich nicht einfach so weghaben, sondern die wollen, dass du Durchhaltevermögen zeigst und weiterhin zur Kirche gehst. Auch wenn es für dich vielleicht schwierig ist, aufgrund persönlicher Macken zum Beispiel. Oder aufgrund äußerer Umstände, dass andere gegen dich sind, weil du in diese furchtbare Sekte gehst oder so. Kirche ist das beste soziale Umfeld, um charakterlich sich weiterzuentwickeln, weil andere wollen, dass du dabei bleibst. Sie wollen dir eine Chance geben. Wir wollen, dass unsere Brüder zur Kirche gehen. Amen. Johannes 13, Vers 34 sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das sollte uns als Kirche kennzeichnen, die Liebe untereinander. Deine Brüder, sie lieben dich, auch wenn du einen Haufen Macken hast. Und sie wollen, dass du dabei bleibst. Sie wollen, dass du geschärft wirst, dass du dich schleifen lässt, dass du dich charakterlich weiterentwickelst. Sie wollen dir Chancen geben, auch wenn du vielleicht manchmal nervig bist. Und nein, ich spreche niemanden konkret an. Okay.
Wir sollen untereinander Liebe haben. Daran soll uns jedermann erkennen, dass wir Jesu Jünger sind, dass wir untereinander Liebe haben. Wir wollen mit Liebe alle Verfehlungen zudecken. Sprüche 10, Vers 12 sagt, ich lese das nur vor, Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Deswegen ist Kirche das beste soziale Umfeld, um charakterlich zu wachsen. Hey, andere lieben dich, aber die anderen sozusagen, ja, die müssen eben darauf achten, auch Liebe zu zeigen, Verfehlungen zuzudecken, zu vergeben. Darin sollen wir erkannt werden. Ich meine, diese Verse, Johannes 13, 34, und ich muss es einfach dazu sagen, die werden natürlich sowas von falsch angewendet von liberalen Christen. Ich meine, liest dir den Vers einfach nochmal durch. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Siehst du, wir sollen alle Menschen lieben. Aber warum seid ihr so hasserfüllt? Hasserfüllt, was wir sowieso nicht sind. Aber die Bibel lehrt nicht, dass wir einfach bedingungslos jeden Menschen lieben sollen. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Lieben hat seine Zeit und Hassen hat seine Zeit. Krieg hat seine Zeit und Frieden hat seine Zeit. Prediger Kapitel 3, Vers 8, wenn ich mich nicht irre. Daran wird jemand erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Siehst du, wir sollen alle Menschen lieben. Okay, wie wäre es, wenn du dir den Vers nochmal durchliest? Und liest dir den Vers noch ein zweites Mal durch. Ich habe einen Tipp für dich. Lies dir den Vers noch ein drittes Mal durch. Lies dir den Vers noch ein viertes Mal durch. Und ein fünftes Mal. Du schaffst auch ein sechstes Mal. Lies dir den Vers bitte, bitte noch ein siebtes Mal durch. Bitte, vielleicht verstehst du es beim achten Mal. Du schaffst ein neuntes Mal. Lies dir den Vers noch ein zehntes Mal durch. Ist nicht so schwer zu verstehen. Aber dieser Vers wird sowas von falsch angewendet. Wir sollen einfach alle Menschen lieben. Nein, die Bibel lehrt, dass wir untereinander Liebe haben sollen. Und natürlich ist unser Standardmodus, dass wir unseren Nächsten lieben wie uns selbst. Das heißt aber nicht, dass wir ungeachtet, dass wir einfach bedingungslos jeden Menschen lieben. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Tut mir leid. Die Bibel lehrt, Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit. Wir werden nicht die Feinde Gottes lieben, wir werden nicht Irrlehrer lieben. Nein, werden wir nicht tun. Was sagt dieser Vers? Wenn ihr Liebe untereinander habt, daran werden wir erkannt als Christen. Untereinander. Sprüche 10, Vers 12. Und natürlich werden wir auch daran erkannt, dass wir Seelen gewinnen gehen, Liebe anderen Menschen zeigen, dass wir freundlich sind, respektvoll zu unserem Nächsten. Aber dieser Vers wird einfach sowas von falsch verallgemeinert von liberalen Christen, die ganz einfach nicht den Herrn lieben wollen. Denn schau, wenn du einfach alle Menschen liebst, auch die Feinde Gottes, dann liebst du den Herrn nicht. So einfach ist das. Aber jetzt mal davon abgesehen, Psalm 92, Vers 14. Psalm 92, Vers 14. Du kannst es mit aufschlagen. Ich lese schon mal vor, Vers 14. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Psalm 92, Vers 15. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Psalm 92 ist das, die gepflanzt sind im Hause Gottes. Sie werden gedeihen. Schau, du musst einfach durchhalten in der Kirche. Weiterhin zur Kirche gehen und du wirst gedeihen eines Tages. Gott wird dich zum Gedeihen bringen. Und bevor ich jetzt weiter darauf eingehe, eigentlich den Punkt, den ich noch vollenden wollte, Verzeihung. Manchmal ist es in der Kirche selbst eben etwas schwierig, nicht wahr? Aber wir müssen trotzdem ganz einfach gepflanzt bleiben in der Kirche. Wir sollten nicht denken, oh, irgendwie mit der Person oder so komme ich nicht klar, deswegen gebe ich jetzt einfach komplett auf und gehe nicht mehr zur Kirche. Und es gibt solche Leute, die hatten irgendwie einen Streit mit jemandem und dann kommen die gar nicht mehr zur Kirche. Schau, das ist dumm. Du musst weiterhin zur Kirche kommen. Du kannst Dinge lösen. Das ist eine Sache. Und ich habe dir gesagt, Johannes 13 bis 34, wir müssen viel Liebe untereinander zeigen. Verfehlungen zudecken. Gnädig sein. Gnade und Liebe gehen natürlich Hand in Hand. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch Grenzen gibt. Okay. Was ist unser Ziel, wenn wir anderen Liebe zeigen, Gnade geben, Verfehlungen zudecken? Wir wollen, dass sie Durchhaltevermögen zeigen und weiterhin zur Kirche gehen. Und was ist ein positiver Effekt der Kirche? Dass man sich abschleift. Eisen schärft Eisen. Nicht wahr?
dass man einen besseren Charakter bekommt, sich charakterlich weiterentwickelt. Das ist ein positiver Effekt der Kirche. Wir wollen gegenseitig uns erbauen, gegenseitig uns ermahnen, wachsen, auch charakterlich. Aber manche Leute, die wollen sich nicht abschleifen lassen. Und wir geben ihnen Gnade, zeigen ihnen Liebe, erdulden einiges, aber sie lassen sich nicht abschleifen. Sie werden nicht besser. Und schau, es gibt natürlich eine konkrete Liste von Sünden, für die jemand rausgeworfen wird aus der Gemeinde. Sowas wie Ehebruch, Unzucht und so weiter, Raub. Aber lass mich dir das sagen. Manche Leute, die sind einfach Serienregelübertreter. Grenzübertreter, wo sie einfach den Gottesdienst wiederholt stören, wo sie einfach regelmäßig immer wieder respektlos sind, sich nichts sagen lassen wollen, sie wollen sich nicht abschleifen lassen, sie wollen ihren Charakter nicht zuspitzen lassen. Und dann kann es dazu kommen, dass wir der Person einfach sagen müssen, hey, geh, es reicht, es ist genug, such dir einfach eine andere Gemeinde. Kann es dazu kommen? Ja, und das hatten wir auch leider schon. Da geht es nicht irgendwie um Irrlehrer oder um einfach komplett gottlose Leute, für die es keine Hoffnung mehr gibt, was auch immer. Sondern manchmal gibt es Leute, die wollen sich nicht abschleifen lassen, die wollen sich nicht ermahnen lassen, sind Serienregelübertreter, Seriengrenzübertreter. Da muss man einfach sagen, hey, geh, such dir eine andere Gemeinde. Nicht wahr? Schau, wir wollen, dass du durchhältst in der Kirche. Wir wollen, dass du dabei bleibst. Aber manche Leute, ich meine, wenn zum Beispiel jemand mitten beim Singen in der Kirche aufsteht und dann sagt, über das Lied, das gesungen wird, oder über den Psalm, der gesungen wird, das ist eine falsche Übersetzung. Wie bizarr ist das? Und das habe ich nicht erfunden oder so. Und es ist traurig, wenn jemand, der ein Bruder ist, der gerettet ist, wenn der sich nicht zurechtweisen lassen will, wenn der sich nicht verbessert und ganz einfach bei so vielen Leuten aneckt und anstößt, dass man einfach keine Gemeinschaft mehr haben kann, dass es einfach nicht weitergeht. Das ist traurig. Wir wollen, dass Leute dabei bleiben, dass sie durchhalten in der Kirche. Aber was erfordert das auch von jedem Einzelnen? Dass man sich schärfen lässt, den Charakter. Eisen schafft Eisen, ebenso schafft ein Mann den anderen. Das war jetzt ein kleiner Exkurs, aber das musste gesagt werden. Leider passiert es manchmal, dass Leute gehen müssen aus der Kirche, weil sie einfach so oft angeeckt sind bei anderen. Sie haben es sich so dermaßen verschissen mit anderen. Leider passiert sowas. Aber hey, wir wollen, dass du durchhältst in der Kirche. Denn die gepflanzt sind, Psalm 92 im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Wir wollen, dass du gedeihst. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Schau, der Herr kann dir nicht nur geistliche und geistige, sondern auch körperliche Gesundheit geben. Du musst gepflanzt sein in der Kirche. Und das ist natürlich keine Garantie für körperliche Gesundheit. Es gibt nicht so eine Garantie. Aber, hey, wenn du gepflanzt bist im Haus des Herrn, wenn du dabei bleibst, wenn du Durchhaltevermögen zeigst, Gott wird dich segnen auf irgendeine Art und Weise. Gott wird dich gedeihen lassen, garantiert. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch, um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Schau, sie harren nicht einfach nur aus, sondern ihr Ausharren hat auch ein vollkommenes Werk. Um zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Erstmal ein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Und es ist erfrischend, alte Leute zu sehen. Ja? Es ist erfrischend, alte Leute zu sehen, die zur Kirche kommen und neue Dinge lernen, die beim Seelengewinn dabei sind. Jetzt erst vor kurzem haben wir mit einem Ehepaar gesprochen, das neu war, hier in der Kirche und sie haben Marching to Zion gesehen, die Doku über Zionismus
der Mann hat erzählt, wie er eben dazugelernt hat und wie er es toll findet, ja, dass wir eben gegen Zionismus sind und so. Und es ist einfach, ich fände es einfach sehr erfrischend zu hören, wie alte Menschen dazulernen und sich schärfen lassen in dem, was sie glauben und so weiter. Das ist sehr erfrischend, denn das ist nicht das, was typischerweise ist mit alten Leuten, sondern typischerweise sind alte Leute leider nicht lernfähig oder nicht mehr lernwillig. Alte Leute sind oftmals wie Atheisten. Lass mich dir erklären, warum. Du hast bestimmt schon mal den Atheisten an der Tür getroffen, der meinte, ich habe die Bibel schon gelesen. Aber was willst du denn jetzt? Ich habe die Bibel schon gelesen. Okay, also wie wird man gerettet? Ja, du musst halt gute Werke tun. Okay, also du hast die Bibel anscheinend nicht gelesen. Und natürlich, der natürliche Mensch nimmt sich nicht an, was vom Geist Gottes ist. Denn er kann es nicht verstehen, es ist ihm eine Torheit und so weiter. Aber alte Leute sind oftmals so wie Atheisten in diesem Sinne, dass sie eben einfach sagen, ja, das weiß ich schon. Naja, was willst du mir erzählen? So. Leider ist es die Einstellung von vielen alten Leuten, dass sie nicht etwas Neues lernen wollen. Sie wollen einfach bei ihren, leider manchmal auch falschen Lehren bleiben. So, ich bin aufgewachsen mit der Vorentrückung, ich werde auch mit der Vorentrückung sterben. Und was willst du mir sagen? Dann ist es erfrischend, alte Leute zu treffen, die Neues dazulernen. Das finde ich faszinierend. Ich finde das toll. Apostelgeschichte 5, Vers 42. Ich will wieder ein bisschen mehr zum Thema zurückkommen, zum Eigentlichen. Da heißt es, ich lese es nur vor, und sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Sie hörten nicht auf, das Evangelium von Jesus, dem Christus, zu verkündigen. Das erste Beispiel, Durchhaltevermögen in der Kirche. Ungeachtet der Umstände sollen wir das Richtige tun, dabei auf den Herrn vertrauen. Ungeachtet der Umstände, die gegen dich sind, als Besucher von Faith Word Baptist Church oder von der Baptistenkirche, zuverlässiges Wort, du gehst trotzdem hin. Und auch in der Kirche selbst kann es manchmal schwierig werden, wenn Leute gegeneinander sich ein bisschen nerven, wenn Streit da ist oder mehr. Ist nicht immer leicht, aber du hältst trotzdem durch. Und du lässt dich schärfen, du schärfst andere, du arbeitest in deinem Charakter und hältst durch. Das war das erste Beispiel. Das zweite Beispiel, nicht aufhören, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. Du brauchst Durchhaltevermögen im Seelengewinnen. Die Umstände sind vielleicht gegen dich. Du erfährst vielleicht Widerstand, weil du das Evangelium predigst. Werden wir nicht deswegen verfolgt, weil wir zu Gottes Wort stehen? Werden wir nicht deswegen verfolgt, weil wir das Evangelium predigen? Das ist einer der Gründe. Erfahren wir nicht Widerstand? Wurden die Apostel nicht verfolgt von den Juden, weil sie das Evangelium gepredigt haben? Du brauchst Durchhaltevermögen im Seelengewinnen. Diese Welt ist gegen dich, diese Welt will nicht, der Teufel will nicht, dass du das Evangelium predigst, dass du Seelengewinnen gehst. Was könnte ein anderer Umstand sein, um einfach dieses Prinzip anzuwenden auf Seelengewinnen? Das ist vielleicht der Umstand, dass niemand gerettet wird. Und du denkst dann vielleicht, naja, okay, ich vertraue auf den Herrn. Ich vertraue auf den Herrn, ich harre auf den Herrn. In dem Sinne von, Gott wird mich segnen, natürlich, ich glaube das. Aber Seelengewinn funktioniert einfach nicht. Nein, falsche Einstellung. Seelengewinn funktioniert. Aber was ist, wenn ein Jahr lang niemand gerettet wird? Es funktioniert trotzdem. Es ist trotzdem das Richtige, was du tun sollst. Dein Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben. Die Bibel sagt in Psalm, im ersten Psalm, wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie Spreu, die der Wind verweht. Darum werden die Gottlosen nicht bestehen im Gericht, noch die Sünder in der Gemeinde der Gerechten. Denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Ich liebe diesen Psalm. Was für ein hoffnungsvoller Psalm, dass Gott uns alles gelingen lassen kann. Natürlich wird das niemals perfekt sein, weil wir Sünder sind, weil wir nur das Fleisch haben. Aber Gott kann uns gedeihen lassen, wenn wir gepflanzt sind im Haus des Herrn, wenn wir durchhalten. Schau dir Vers 3 an. Der ist wie ein Baum. Psalm 1, Vers 3. Verzeihung, ich hätte dir sagen sollen, dass du es aufschlagen sollst. Psalm 1,
Das ist nicht schwer zu finden. Denn du warst schon in Hiob. Nach Hiob kommt Psalm. Hiob, Psalmen, Sprüche, Prediger. Psalm 1, da heißt es, der ist wie ein Baum, in Vers 3, gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt, achte darauf, zu seiner Zeit. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Schau, ein Baum muss wachsen. Ein Baum bringt nicht von Anfang an Frucht. Das ist das Bild hier. Ein Baum muss sozusagen ausharren. Er muss halt wachsen, das dauert vielleicht jahrelang, bevor dann endlich Früchte kommen. Wie auch immer, ich habe keine Ahnung von Bäumen und Pflanzen und so. Aber dann kommt ihm die Zeit, wo er Früchte bringt. Solange er gepflanzt ist am Wasser. Solange wir gepflanzt sind in der Kirche, wird Gott uns gedeihen lassen. Und wenn wir Seelen gewinnen gehen, es wird die Zeit kommen, wo wir als Baum Früchte tragen. Die Frucht des Gerechten ist ein Baum des Lebens und der Weise gewinnt Seelen. Wir werden zu einem Baum, der noch weiter Früchte bringt. Und die Früchte, die werden auch wieder zu einem Baum, die weiter Früchte bringen. Das Evangelium pflanzt sich fort, wenn wir Seelen gewinnen gehen. Aber es dauert vielleicht erstmal, bis die Zeit kommt, dass du Früchte trägst. Der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Schau, der Baum, der sollte nicht einfach so aufgeben, ein Jahr lang trage ich keine Früchte. Er muss erstmal wachsen, das ist völlig normal. Du musst erstmal wachsen. Du musst vielleicht erstmal durchhalten. Aber Gott wird dich segnen. Du wirst Menschen retten. Matthäus 13, Vers 23 sagt, du schlägst schon mal. Du kannst Psalm 37 aufschlagen. Psalm 37, ich lese dir vor aus Matthäus 13, Vers 23, auf das gute Erdreich gesät, aber es ist bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann auch Frucht. Und der eine trägt 100-fältig, ein anderer 60-fältig, ein dritter 30-fältig. Natürlich, verschiedene Menschen wohnen in verschiedenen Orten, wo Menschen verschieden empfänglich sind. Deswegen wird nicht jeder Christ dieselben Erfolge haben beim Seelengewinn. Aber ich denke, was wir auch daraus lernen können, ist eine Steigerung. Ja, man fängt natürlich erstmal mit wenig an. Vielleicht ist es erstmal 30-fältig und dann wächst du weiter, dann trägst du 60-fältig, in dem nächsten Jahr 100-fältig. Seelengewinnen braucht Durchhaltevermögen. Was könnte ein Umstand sein, der widrig ist? Keine Errettungen. Aber schau, du musst ausharren und dein Ausharren muss ein vollkommenes Werk haben. Mach dieses vollkommene Werk weiter, gehe trotzdem Seelengewinnen. Und wenn ich sage, dass du vielleicht ein Jahr lang keine Rettung hast, das habe ich nicht erfunden. Und das auch nicht zu extrem übrigens. Lass mich dir was erzählen. Es war circa August 2018. Vielleicht schon früher, aber spätestens August 2018, wo ich, definitiv früher, aber spätestens August 2018, als ich angefangen habe, Seelengewinn zu gehen in meiner Heimatstadt Görlitz. Und ich hatte vielleicht eine Errettung, möglicherweise, aber im Rückblick denke ich eher, dass die Person nicht gerettet wurde. Manchmal bewertet man das später natürlich anders. Ich denke eher, dass sie nicht gerettet wurde. Und ich bin Seelengewinn gegangen. Jede Woche Mittwoch, manchmal zweimal die Woche, regelmäßig Seelengewinn gegangen. August 2018, spätestens. Dann erst im Mai 2019 habe ich einen deutschen Bruder in Irland kennengelernt, mit dem wir dann zusammen unsere Seelengewinn-Gruppe gegründet haben, Deutschlands Seelengewinn, nicht wahr? Weißt du, wann wir wirklich die erste Errettung hatten? Im Dezember 2019. Und weißt du was? Im Rückblick bin ich mir noch nicht mal so sicher, ob die Person überhaupt gerettet wurde. Und schau, hier ist das Ding. Wenn du anfängst, Seelengewinn zu gehen, dann kannst du nicht erwarten, dass deine Methode gleich super ist. Dass deine Methodik beim Seelengewinn gleich total ausgereift ist. Schau, du denkst dir vielleicht irgendwie, ja Anselm, okay, du hast das halt gemacht, okay, dir fällt das vielleicht irgendwie leicht, du kannst das oder so. Einfach so stetig Seelengewinn gehen und so. Aber schau, hier ist das Ding. Alles, was ich getan habe, ist einfach durchgehalten. Meine Methode war nicht besonders gut wahrscheinlich. Und mehr als ein Jahr
weit über ein Jahr wurde niemand gerettet in Görlitz. Was noch nicht mal irgendwie an mir lag. Sondern von Tür zu gehen, bedeutet, zu vielen alten Leuten zu sprechen in Ostdeutschland, die von der DDR beeinflusst sind. Wo dir dann jemand sagt, ja, ich bin DDR-Bürger. Als Antwort auf die Frage, bist du Christ oder so ungefähr. Ich bin DDR-Bürger. Kein Witz. Schau. Ich habe einfach nur durchgehalten. Und das ist der Schlüssel zum Erfolg. Der Schlüssel zum Erfolg ist nicht, der Beste zu sein. Das ist ein dummes Ziel irgendwie, der Beste sein zu wollen. Ich will der Beste sein. Wirst du nicht sein. Du brauchst auch nicht die perfekte Methode. Das, was du brauchst, ist Durchhaltevermögen. Und Gott wird dir Erfolg schenken, wenn du durchhältst. Weit über ein Jahr. Keine einzige Errettung. Ich hätte sagen können, dann lasse ich das halt. Seelengewinn funktioniert nicht. Weit über ein Jahr. Spätestens im August 2018 habe ich angefangen. Und dann bis Dezember 2019. Keine Errettung. Keine Errettung. Und ich weiß noch nicht mal, ob dann diese Errettung im Dezember 2019, als wir den ersten Seelengewinnmarathon hatten, ob die Person überhaupt gerettet wurde. Im Rückblick denke ich mir, sie wurde wahrscheinlich eher nicht gerettet. Sie war immer noch so ein bisschen nachher schwammig bei den Antworten. Ist halt so. Aber schau, liegt das an uns irgendwie? Haben wir irgendetwas falsch gemacht? Was ist biblische Geduld? Biblische Geduld bedeutet, ungeachtet der Umstände, das zu tun, was richtig ist. Und auf den Herrn dabei zu vertrauen, auf den Herrn zu harren. Seelen gewinnen ist richtig. Wir haben das richtige Evangelium gepredigt und es kommt dabei nicht unbedingt auf die perfekte Methode an. Gottes Wort hat so oder so Kraft. Natürlich kann man immer was verbessern und du solltest deinen Seelengewinn verbessern, aber das ist nicht wirklich der entscheidende Punkt. Der Punkt ist, schau, ich hätte mich hinterfragen können, ist das überhaupt richtig, was ich hier tue? Niemand wird gerettet. Soll ich überhaupt weitermachen? Ist das richtig, was ich tue? Ja, Seelengewinnen ist richtig. Das ist der Weg, Menschen zu erretten. Einfach von Tür zu Tür, von Haus zu Haus zu gehen, Menschen zu konfrontieren mit dem Evangelium. Natürlich auch draußen das zu machen, aber die hauptsächliche Methode, die systematische Methode ist natürlich von Tür zu Tür, das die Bibel eindeutig lehrt. Ich hätte mich hinterfragen können, einfach alles aufgeben können, ach, dann lasse ich das halt, es funktioniert nicht. Aber biblische Geduld ist nicht passiv, sondern aktiv. Biblische Geduld bedeutet, ungeachtet der Umstände, das zu tun, was richtig ist und dabei auf den Herrn zu vertrauen. Weit über ein Jahr, keine einzige Rettung. Das klingt nicht toll, das klingt nicht motivierend. Aber es ist richtig, weiterzumachen, Seelengewinn zu gehen. Und schau, du kannst es schaffen. Denn nochmals, glaubst du allen Ernstes, dass ich irgendwie eine super ausgefeilte Methode hatte, dass ich schon ein toller Seelengewinner war oder dass es mir irgendwie leicht fiel? Lass mich dir vom ersten Mal Seelengewinn erzählen, wie das für mich war. Das erste Mal Seelengewinn für mich in Görlitz, natürlich alleine, weil ich niemanden hatte, der mit mir gehen wollte. Zu der Zeit zumindest, später dann ja, aber zu der Zeit. Ich hatte meine Bibel vorbereitet, Neues Testament, mir so kleine Haftnotizen reingesteckt als Lesezeichen und Markierungen gemacht, Notizen gemacht, dass ich halt alle Schritte in meiner Bibel direkt habe, wie ich das Evangelium verkündige. Nicht wahr? Alles vorbereitet und dann gehe ich los und weißt du, was ich die ganze Zeit im Kopf hatte? Niemand soll mich sehen. Ich will irgendein Haus finden, wo mich sonst niemand sehen kann. Ich will von niemandem entdeckt werden. Das, was ich mir gedacht habe. Weil Seelengewinn nicht einfach ist. Besonders das erste Mal. Schau. Denke irgendwie nicht, ja, für andere ist es vielleicht einfach. Ja, okay, die halten halt durch. Es ist für niemanden einfach so einfach. Mach es aber trotzdem. Halte durch. Harre aus. Und dein Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben. Nicht einfach nur ausharren und nichts tun, sondern ungeachtet der Umstände das tun, was richtig ist. Das erste Mal Seelengewinn für mich, ich bin umhergegangen in der Stadt ohne ein richtiges Ziel, ohne einen konkreten Plan. Später hatte ich dann einen Plan, hatte ich mir eine Excel-Tabelle gemacht mit den Straßen, die ich schon abgearbeitet habe. Und es waren gute Zeiten, es war interessant. Aber erstmal ohne Methode, ohne Plan,
Und dann wollte ich natürlich, dass mich niemand sieht. Und dann habe ich eine Person angesprochen, die gerade aus der Tür rausgekommen ist. Deswegen war es relativ einfach. Ich musste nicht an der Tür klingeln, sondern die Person ist sowieso aus der Tür rausgekommen. Und dann war das eine ziemlich komische Situation, weil die kommt so gerade aus der Tür raus. Ich gehe auf die Person zu und dann so, oh, so was wollen Sie von mir? So nach dem Motto. Und dann habe ich natürlich nichts gesagt. Nicht das Evangelium gepredigt. Und dann bin ich nach Hause gegangen. Das war das erste Mal Seelengewinn. Super. Glaubt ihr nicht, dass es irgendwie einfach für mich war oder so? Aber schau, tu das, was richtig ist. Gehe Seelengewinn, auch wenn es schwierig ist. Und natürlich, du bist nicht unbedingt in derselben Situation. Hey, Gott sei Dank gehst du hoffentlich zur Kirche und hast Brüder, die dir dabei helfen und so weiter und so fort. Aber mir geht es dabei auch ganz einfach um das Prinzip. Man könnte sich denken, oh, das macht keinen Sinn, niemand wird gerettet. Aber weißt du was, ich habe weitergemacht und natürlich wurden dann Stück für Stück Menschen gerettet. Durchhaltevermögen brauchen wir in der Kirche. Regelmäßig zur Kirche gehen. Durchhaltevermögen brauchen wir im Seelengewinn. Wir werden nicht belohnt für die Menschen, die gerettet werden, sondern wir werden belohnt für unsere Arbeit. Und viele Christen realisieren das nicht. Ich denke, dass das ein sehr wichtiger Fakt ist. Viele Christen realisieren nicht, dass sie für ihre Arbeit belohnt werden und nicht für die Menschen, die gerettet werden. Denn du kannst nicht kontrollieren, wer gerettet wird. Schau, ich wurde belohnt für die Arbeit, die ich getan habe, weit über ein Jahr. Jeden Mittwoch, manchmal zweimal die Woche. Und okay, vielleicht kann ich das nicht garantieren. Ich war bestimmt mal krank und bin eine Woche nicht in den Gewinn gegangen oder was auch immer. Keine Ahnung. Aber 99% regelmäßig. Schau, ich wurde dafür belohnt. Auch wenn niemand gerettet wurde. Weil die Bibel nämlich lehrt, dass jeder entsprechend seiner eigenen Arbeit Lohn empfängt. Du kannst nicht kontrollieren, wer gerettet wird. Wir brauchen Durchhaltevermögen in der Kirche, im Seelengewinn und auf der Arbeit. Du bist im Psalm 37, Vers 25. Ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen oder seinen Samen um Brot betteln. Gott gibt uns das Versprechen, dass er uns versorgen wird, dass wir zumindest nicht betteln müssen, dass wir genug zu essen haben. Nicht das Versprechen, dass wir reich sein werden, dass wir sonst wie krass, sonst was für ein krasses Leben leben, in Saus und Braus. Aber ich bin jung gewesen und alt geworden, doch habe ich nie den Gerechten verlassen gesehen oder seinen Samen und Brot betteln. Gott wird dich als Gerechten versorgen. Harre auf den Herrn. Gott kann dich versorgen. Gott wird dich versorgen. Den Gerechten, dein Ausharren, das soll nämlich ein vollkommenes Werk haben. Denn weißt du was, wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Schau, du tust einfach dein Ding. Ungeachtet der Umstände, du verdienst vielleicht sehr wenig Geld, hast richtig Probleme finanziell, aber dein Ausharren, das soll ein vollkommenes Werk haben. Du arbeitest trotzdem weiter, du wirfst nicht das Handtuch, du gibst nicht auf. Und was Gott dir verspricht, ist sowieso nicht reich zu werden, sondern ganz einfach das zu haben, was du brauchst. Essen und Kleidung. Psalm 55, Vers 23, da sagt die Bibel, wirf dein Anliegen auf den Herrn und er wird für dich sorgen. Er wird den Gerechten in Ewigkeit nicht wanken lassen. Gott wird für dich sorgen. Wirf dein Anliegen auf den Herrn. Harre auf den Herrn. Gott wird für dich sorgen. Wir harren, wir warten auf den Herrn, wir vertrauen auf seine Zusagen, dass er uns versorgt. Aber weißt du was? Dabei, denke daran, an Jakobus Kapitel 1, dabei muss aber unsere Geduld ein vollkommenes Werk haben. Und schau, wenn du einen schlechten Job hast und denkst, hey, dieser Job ist eigentlich, ich verdiene so wenig, ich könnte es auch gleich einfach sein lassen, habe nicht diese Einstellung, sondern vertraue darauf, dass der Herr dich belohnen wird, dass Gott dich segnet, dass Gott es in seiner Hand hat, dass du genug hast für deine Familie zum Essen, zum Trinken und zum Anziehen und ein Dach über dem Kopf. Egal, was für eine Arbeit du hast, wenn es eine sehr entmutigende Arbeit ist, du verdienst wenig, hast vielleicht einen schlechten Chef, was auch immer, egal was deine Umstände sind, ungeachtet der Umstände, tue das, was richtig ist. Du schlägst Kolosser Kapitel 3, Vers 23 auf Kolosser Kapitel 3, Vers 23. Prediger 9, Vers 10 sagt, alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. Alles, was deine Hand zu tun vorfindet, das tue mit deiner ganzen Kraft. 1. Petrus 2, Vers 18. Ihr Hausknechte, ordnet euch in aller Furcht
euren Herren unter, nicht nur den Guten und Milden, sondern auch den Verkehrten. Ja, was, wenn mein Chef schlecht ist? Schau, ordne dich einfach unter. Tue das, was richtig ist, ungeachtet der Umstände. Durchhaltevermögen auf der Arbeit. Kolosser 3, Vers 23, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als für den Herrn und nicht für Menschen. Jetzt achte darauf, da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Letzten Endes dienst du Christus, dem Herrn. Und du wirst vom Herrn Lohn empfangen. Gott wird dafür sorgen, dass du auf irgendeine Art und Weise belohnt wirst. Schau, du brauchst Geduld. Du brauchst passive Geduld erstmal, ja. Dass du einfach wartest auf den Herrn. Gott kann Türen für dich öffnen. Er kann dir einen besseren Job schenken. Er kann dir Erfolg schenken beim Seelengewinnen. Dies und das. Gott kann Dinge für dich tun. Er kann dich vielleicht sogar in ein anderes Land gehen lassen. Gott kann Dinge für dich tun. Aber die passive Geduld, dein Ausharren, das soll ein vollkommenes Werk haben. Du sollst eine aktive Geduld daraus machen. Dass du, während du ausharrst, auf den Herrn vertraust, auf den Herrn wartest, einfach weiterhin das tust, was richtig ist. Auch wenn du deinen Job gerade hast, du arbeitest trotzdem weiter. Hier ist das Ding, wenn du einen besseren Job finden kannst, super. Toll. Aber wenn du keinen besseren Job findest, was ist dann die Alternative? Einfach deine Arbeit zurückschrauben, einfach aufgeben, Depri sein, hat doch sowieso alles keinen Sinn. Doch, denn du dienst den Herrn, Jesus Christus. Tue die Arbeit für den Herrn. Deine Arbeit ist wichtig. Tu es mit deiner ganzen Kraft. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus dem Herrn. Man könnte natürlich noch andere Beispiele dafür finden, für dieses Prinzip. Gerade auf der Arbeit denke ich mir manchmal, ach, es ist so schwierig. Ich bin mental sowas von entkräftet. Ich kann diese Arbeit nicht weitermachen. Schau, sicherlich kannst du dich, wenn du schon ein paar Jahre gearbeitet hast in deinem Beruf, damit identifizieren. Es gibt so viele Punkte, an denen man denkt, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr, ich brauche einen anderen Job. Aber du schaffst es schon irgendwie. Harre aus. Durchhaltevermögen. Du brauchst Durchhaltevermögen in der Kirche. Wenn du gepflanzt bist im Haus des Herrn, hey, das ist wirklich die Grundlage. Egal, was Leute darüber denken, schäme dich nicht für die Baptistenkirche zuverlässiges Wort. Du brauchst Durchhaltevermögen im Seelengewinnen. Nur weil Menschen nicht gerettet werden, heißt es nicht, dass du irgendetwas falsch machst. Natürlich, wir wollen unser Handeln auch auf die Probe stellen oder überprüfen. Wir wollen unser Handeln natürlich hinterfragen, das meinte ich. Aber nicht einfach ausschließlich auf die Umstände schauen, sondern ist unser Handeln objektiv anhand der Bibel richtig? Du brauchst Durchhaltevermögen auf der Arbeit. Geh nochmal zurück zu Jakobus Kapitel 1. Ich lese dir vor aus Jesaja Kapitel 40, Vers 30. Knaben werden müde und matt und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren wie mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Schau, wenn du auf den Herrn harrst, Gott gibt dir neue Kraft. Aber wozu dient wohl Kraft? Dass du einfach weiterhin passiv bist und nichts machst? Nee, sondern dass du zumindest ein paar Schritte gehst. Dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Manchmal kannst du einfach nur wandeln, einfach langsam gehen, einen Fuß vor den anderen setzen. Aber tue zumindest etwas. Dein Ausharren soll ein vollkommenes Werk haben. Jakobus Kapitel 1, Vers 2, meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. Wir brauchen manchmal diese Bewährung unseres Glaubens, dass wir ausharren lernen, warten. Aber, Vers 4, das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollständig seid und es euch an nichts mangelt.
Ich liebe diese Wahrheit, auf die ich zum Schluss nochmal eingehen möchte. Ich liebe diese Verse, weil es wirklich der Schlüssel ist, wie du durchhalten kannst, Erfolg haben kannst. Es ist ganz einfach Durchhaltevermögen. Es ist ganz einfach, nicht passiv zu bleiben, sondern ein vollkommenes Werk zu haben, zu tun, was richtig ist, ungeachtet der Umstände. Wenn du auf die Umstände schaust, dann scheint das schwierig zu sein, weil du dich davon leiten lassen willst, wie es aussieht gerade in deinem Leben, wie die Umstände sind. Du scheinst nicht gesegnet zu sein. Aber wenn du dich darauf fokussierst, was die Bibel sagt, was Gott von dir will, okay, dann macht es die Sache, glaube ich, ein bisschen leichter. Ich sage nicht, dass es leicht ist, das Richtige zu tun. Das ist nicht, was ich sage. Aber du machst dir das Leben schwer, indem du einfach auf die Umstände schaust und dich dadurch demotivierst. Harre aus und dabei tue ein vollkommenes Werk. Und das ist besonders für junge Leute so wichtig. Was könnte man für ein Beispiel noch finden zum Schluss? Ich meine, vielleicht bist du noch nicht verheiratet und du datest gerade und ihr trennt euch wieder. Das ist sehr demotivierend. Das kann ziemlich traurig sein. Aber weißt du, was du dir denken solltest? Du solltest an diesen Vers denken. Das standhafte Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben. Ich harre aus, Gott wird mich segnen bestimmt und ich bete weiter dafür, dass Gott mich leitet und dass ich eine tolle Frau finde, wie auch immer. Aber ich werde mich nicht dadurch fertig machen, sondern ich werde nicht einfach passiv bleiben, sondern hey, das ist traurig, wir haben uns getrennt, was auch immer, aber ich tue jetzt ein vollkommenes Werk. Ich nutze jetzt die Zeit sinnvoll und gehe Seelen gewinnen, zum Beispiel. Oder was man noch für Beispiele finden könnte. Aber auf die Umstände zu schauen, einfach nur auf die Umstände zu schauen, ist demotivierend und du solltest niemals darauf hereinfallen, dein Handeln einfach nur anhand der Umstände zu bewerten. Und das ist wirklich das, was ich will, dass du dir mitnimmst aus dieser Predigt. Biblische Geduld ist, ungeachtet der Umstände zu tun, was richtig ist und auf den Herrn zu vertrauen. Mache nicht den Fehler, dass du dein Handeln ausschließlich anhand der Umstände bewertest. Denn das führt entweder dazu, dass du denkst, du tust etwas falsch, obwohl du es richtig tust. Du gehst zur Kirche, gehst Seelen gewinnen, aber es ist alles falsch und du wirst nur mal haufen, weil du einfach denkst, es ist alles schlecht. Schlechte Umstände, nein. Oder es führt dazu, dass du denkst, ich mache alles richtig, weil alles gut aussieht. Beides ist falsch. Tue ungeachtet der Umstände das, was richtig ist. Lass uns beten. Herr, wir danken dir für dein Wort. Danke, Herr, für diese großartige Wahrheit aus Jakobus Kapitel 1, Herr. Für diese einfache und doch so wichtige Wahrheit, Herr. Hilf uns bitte auszuharren, auf dich zu vertrauen. Herr, uns hilf, dass unsere Geduld nicht einfach nur passiv ist, sondern dass wir aktiv sind. Herr, wir können nicht alles kontrollieren. Wir brauchen deine Hilfe in unserem Leben alltäglich, Herr. Dass du uns Chancen gibst, dass du uns Türen öffnest, dass du uns segnest, Herr. Wir brauchen deinen Segen, wir bitten dich darum. Herr, hilf uns, ungeachtet unserer Umstände, das zu tun, was recht ist in deinen Augen, Herr. Hilf uns, treu zur Kirche zu gehen, Seelengewinn zu gehen. Hilf uns, hart zu arbeiten. Hilf uns, gute Christen zu sein. Hilf uns, das zu tun, was richtig ist. Und dabei auf dich zu vertrauen, dass du den Rest tust, Herr. Danke, Herr, für deine Versprechen, Herr. Bitte lass diese Predigt doch ein Segen sein. Segne das Seelengewinn und segne unsere Kirche, Herr. In Jesu Namen beten wir. Amen.